Was ist jetzt, wenn man das Ergebnis bekommt, dass man positiv ist? Wie geht es dann weiter? Das ist, wie gesagt, ein Antigen-Schnelltest, der eine schnelle Auswertung bringt. Die Testanten, die positiv getestet wurden, werden dann gebeten zu einem PCR-Test. Das ist in der Nebenhalle, in der Halle B. Und dieser PCR-Test wird dann in einem Labor ausgewertet und nach einem Tag erhält man das Ergebnis. Das heißt, man muss sofort in Quarantäne, also auch nach diesem Antigen-Test, dass man 10 Tage in Quarantäne dann ist? Die 10-tägige Quarantäne wird erst verfügt, wenn der Test mit einem PCR-Test bestätigt ist. Wie schaut es dann generell aus? Nach diesen 10 Tagen, wenn ich jetzt Symptome oder noch habe, ab dem 8., 9. Tag, muss man dann das wieder melden? Oder wie geht es dann auch mit den Personen weiter, die im selben Haushalt auch leben oder mit denen ich auch Kontakt hatte, also diese K1-Personen? Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich war Ende November positiv getestet. Am Ende der Quarantäne wird man per behördlichen Bescheid zu einem weiteren Test aufgefordert, der in der Regel dann negativ ist und dann wird die Quarantäne beendet. Also man kann sagen, man ist nach 10 Tagen tatsächlich von positiv auf negativ. In meinem Fall war es so, die Inkubationszeit des Covid-19-Virus ist 5 bis 7 Tage und deswegen ist auch diese 10-tägige Quarantäne verfügbar.